PVA Tepler AG, warum da die Post abgeht, dazu erfährst du mehr in diesem Video. Hallo, ich grüße dich, ich bin Sabine, dein Aktiencoach für langfristigen Erfolg an der Börse. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie, PVA Tepler, der befindet sich im Aufwind. Und warum das so ist, dazu gibt es jetzt mehr im Video. Was machen die eigentlich? Der Name ist ja nicht wirklich selbsterklärend. PVA ist ein Hightech-Unternehmen in Hessen. Gegründet wurde die Firma 91 und 8 Jahre später erfolgte der Börsengang. Ich zitiere mal von der Webseite: PVA Tepler ist ein weltweit tätiger Verbund von vielseitigen Hochtechnologieunternehmen. Mal etwas konkreter. PVA Tepler entwickelt Anlagen für Vakuum-, Hochtemperatur- und Plasmaprozesse sowie für die Qualitätsinspektion. Ja, alles klar. Wir schauen uns jetzt mal auf dem nächsten Chart an, was das genauer heißt. Also, wir haben hier verschiedene Technologiefelder, die Kristallzucht. Das ist ja ein wichtiges Thema im Bereich Halbleiterindustrie. Dann Qualitätsinspektion und Metrologie, Plasmatechnologie, Vakuum und Hochtemperatur, der Kesselbau und natürlich die Forschung. Und PVA Tepler ist sozusagen das Dach, unter dem verschiedene Beteiligungen aktiv sind, unter anderem hier die Industrial Vacuum Systems, Marktführer für Druck-Sinter-Anlagen, Hochvakuum-Lötöfen und so weiter und so fort. Das kannst du dir in Ruhe auch nochmal alles selber anschauen. Dann haben wir hier das Thema Kristallzucht. Da siehst du hier rechts Crystal Growing Systems, führender Systemlieferant von Kristallzuchtanlagen seit 60 Jahren. Und in der Mitte haben wir das Thema Plasmaanlagen und IR-Messsysteme zur Reinigung und Entfernung von organischen Schichten. Sehr spannende Themen, vor allen Dingen sehr wichtige, sehr zukunftsträchtige Themen. Hier geht es noch weiter. Darauf gehe ich jetzt im Detail nicht ein. Ich gebe ja wie immer die Quelle an. Geh da doch auch gerne mal auf die Webseite von PVA Tepler, wenn dich das interessiert. Ich kann es nur empfehlen. Sehr spannende Themen. Da kannst du dich ein bisschen einlesen. Hier ein kurzer Überblick über die Halbjahreszahlen. Erstes Halbjahr von PVA Tepler über 3 Jahre. Ah, da sehen wir hier der Umsatz im ersten Halbjahr 2020. Hatte mit Sicherheit was mit Corona zu tun, ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 19 zurückgegangen. Aber jetzt im ersten Halbjahr 2021 konnte das Unternehmen sehr starke Zahlen präsentieren. Hier sehen wir, es gibt zwei Bereiche, den Bereich Semiconductor und dann Industrial Systems. Da ist das nochmal alles auch aufgesplittet nach Geschäftsbereich. Und dann ist sicherlich immer spannend, ja auch für uns Aktionäre, ist denn das ein Unternehmen, das profitabel wirtschaftet? Ja, das EBITDA, also Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Prozent vom Umsatz. Da sehen wir, es ist über diese 3 Halbjahre durchaus stabil mit einer leicht anwachsenden Tendenz. Und auch das EBIT, also die Gewinne vor Zinsen und Steuern in Prozent vom Umsatz, auch stabil, so um die 9-10%. Wie ist denn so die Auftragslage? Und die ist ziemlich gut. Das Unternehmen hat jetzt Anfang August verkündet, dass es einen erheblichen Anstieg beim Auftragseingang gab. Und zwar, du siehst es hier auch, ich habe das aus der Pressemitteilung entnommen, hat sich der Auftragseingang mit knapp 100 Millionen Euro fast mehr als verdoppelt.
Also der Auftragseingang super, der Umsatz, der wurde auch deutlich gesteigert und die EBITDA-Marge haben wir gerade ja auch gesehen, liegt bei 13,3%, sehr stabil. Und erfreulicherweise hat PVA Tebler die Prognose für das Gesamtjahr auch bestätigen können. Und das gibt dem Aktienkurs ja auch nicht nur einen gewissen Auftrieb, sondern auch eine gewisse Stabilität. Hier haben wir ihn auch schon. Der Aktienkurs über 10 Jahre. Konjunktiv hätten wir vor 10 Jahren da investiert, wären wir aber mal locker im Plus mit gut 880%. 5-Jahrestrend noch besser, 1200% im Plus. Und du siehst aber auch hier, in den letzten Wochen und Monaten ging das hier nochmal ab wie eine Rakete, möchte man schon fast sagen. Also eine sehr schöne Entwicklung für Aktionäre, die schon PVA Tepler Aktien im Depot haben. Und die Frage stellt sich ja immer, ja, macht das angesichts solch steigender Aktienkurse Sinn, da jetzt noch einzusteigen? Das diskutieren wir gleich. Die nächsten Ergebnisse, die nächste Mitteilung gibt es für das dritte Quartal 2021 am 4. November. Das habe ich dem PVA Finanzkalender entnommen. Kannst du ja auch noch mal schauen und da kannst du auch noch mal dich einlesen über die Pressemitteilungen, Geschäftsberichte. Es ist alles sehr gut strukturiert dargelegt. Macht das jetzt Sinn, PVA Tepler Aktien zu kaufen? Nein, denn du könntest ja sagen, die Aktie ist doch jetzt viel zu teuer. Eine kostet 34 Euro circa. Da haben wir ja eben auch gesehen, wie stark die Aktie gestiegen ist in den letzten Wochen und Monaten. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Zudem wissen wir, es gibt ja auch hohe Schwankungen im Chip-Sektor. Vielleicht sagt ihr noch was auch Siltronic. Die wurde ja übernommen, die Firma von einem, ich meine, taiwanesischen Unternehmen. Da gab es auch sehr starke Schwankungen bei der Firma. Das könnte ja bei PVA ähnlich sein. Außerdem zahlen die keine Dividende und wenn du darauf Wert legst, dann kommt das ja eh nicht in Frage. Ja, vielleicht sagst du aber doch, das ist ein spannendes Thema. Starke Auftragslage haben wir ja gerade gesehen. Dazu kommt die Halbleiterindustrie, die ist doch eh mit einem hohen Wachstum gesegnet und das wird mit Sicherheit auch noch länger anhalten. Das ist schon spannend. Und wir sehen es auch im Umfeld, also im Halbleiterbereich generell, ASML, Extron, Infineon, da steigen noch überall die Aktienkurse. Das ist doch jetzt keine Eintagsfliege. Zudem hat PVA die Prognose auch für das Gesamtjahr bestätigt. Also das hört sich doch alles positiv an. Ja, überleg dir es, setz doch vielleicht das Unternehmen mal auf deine Watchlist und beobachte das mal so 3, 4 Monate. Der 4. November ist jetzt ja auch nicht mehr so fern. Oder du sagst, ja, ich platziere mich da mal. Du setzt dann dein Datum ein, einen Kaufpreis und dann wartest du mal ab, ob du Aktien bekommst. Vielen Dank, dass du das Video geschaut hast. Ich hoffe, es waren wie immer nützliche Hinweise für dich dabei. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, bis zum nächsten Video und denk immer dran, Börse rockt. Ciao.